Willkommen bei Schisch Plays. Ich bin Daniel Schisch und neben mir sitzt Sebastian Schlicht. Man muss sich ja mal so vorstellen, Seppel, ja? Ja, genau. Seppel hat verlernt zu sprechen vor langer, langer Zeit. Man muss mal manche Videos so gestalten, als ob es das allererste Video ist, was Leute von dir sehen. Ich meine, es gibt online auf meiner Webseite eine Übersicht, was die ersten Folgen sind, ja? Mit Links. Ja. Aber was ist, wenn das jetzt mal das erste Video ist, was jemand sieht? Dann kommt jemand, guckt sich an und dann hört sich direkt kommt an. Das stelle ich mir auch manchmal vor, wie Leute reagieren auf so ein paar Folgen, die sie zum ersten Mal sehen, und dann erfahren sie zum ersten Mal von diesem Channel und von uns und denken sie so, what the f***? Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Es beginnt mit Leuten, die irgendwie schreien oder so. Und es ist so, what the f***? Äußerst grazil. Ja, und wenn sich denken... Ja, Seppel, kannst du dich einfach mal was ja, tun? Ja, was? Tun? Willst du so tun, als ob du ich wärst, wie ich dich gerade eben zurechtgewiesen habe? Nein, ich hab ja gewonnen. Oh, come on! Let's twist again. Come on, let's twist again. Na, 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 na. Come on, let's f*** again. These piece of shit wigglers. They are evil, and they want to suck your c***. No, that's not good again. So kill them all. Kill them. Du musst an deiner Gesangsstimme arbeiten, junger Mann. Definitiv. Ich hab keinen Unterricht mehr gehabt. Oh Gott, meine Stimme fühlt sich echt wie die Twilight-Filme an. Oh, also Vergewaltigung. Nein, wie Suicide Squad. Irgendwie unfertig. Oh Mann, ach ja, Seppel hat Suicide Squad gesehen. Hab ich das? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein ein Film war, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das das unfertige Produkt war, die Beta oder so. Ja. Genau. Ihr kennt doch Beta-Versionen von bestimmten Spielen. Und das war die Beta-Version von dem Film. Heute heißt sowas Game Preview. Game Preview, okay. Ah, oh, diese Kacke hier nervt mich. Ich würde gerne, wenn es rauskommt, mit dir Cuphead spielen. Das ist dieses, was so in alten Disney-Stil gezeichnet ist. Mit dem was? Cuphead, das ist so ein Contra-Spiel, also so ein Contra-esque-Shooter-mäßig, ja. Und, ja, natürlich. Und, die Charaktere und alles ist überhaupt gezeichnet, wie in alten Disney-Filmen, wie in diesen alten, Mickey-Maus-Filmen mit dem Boot. Okay. Genauso, das ganze Spiel gezeichnet. Alle Endgegner, und das ist wirklich aufwendig, und das würde ich gerne mit dir kurz durchspielen. Hast du mir das nicht mal gezeigt? Hab ich dir schon mal gezeigt, ja. Sagt mir nämlich was. Ja, das Alter, das ist so unfair! Ja, es ist halt eben noch. Ist das ein Scheiß. Ich glaube, es war doch am effektivsten, als du dich oben rechts hingestellt hast. Ja. Ja. Jupp, läuft gut. Damit kommen wir ja über unsere 30 Folgen jetzt schon bei Mario Maker, oder? Ja. Oh! Ist interessant eigentlich, dass wir schon so viel davon haben. Alle haben übrigens 30 sehr. Folgen, ja. Ja, alle haben übrigens sehr krass reagiert, dass, als ich gesagt habe, wir haben Rocket League aufgenommen. Das ist so Rocket League! Das ist so bei den Schülern so anscheinend so was ganz Großes. Oh Gott, dann sollten wir wahrscheinlich die ganze Zeit Rocket League spielen, um die Zuschauerzahlen hochzutreiben, ne? Quatsch. Ja, komm schon! Applaus! Ja. Oh. Für Bullshit Wiggler! Ja, Piece Wiggler! Of mein dummer Gott! Das ist eine Mietraumwohnung da oben geholt! Was zum Kock! Oh. Ernsthaft? Ist er eben nicht da hochgekommen? Blöder Sp. Guck dir mal den Kerl da draußen an. Was? Guck dir mal die Kerle draus an. Du 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 du. Ja, wir haben ja jetzt ein Fenster im Erdgeschoss und wir können jetzt also auch Menschen sehen und Menschen auch uns. So wie du. Verpiss dich. Ganz gut. Er kommt nicht mehr hoch, er kommt nicht mehr hoch, er kommt nicht mehr hoch. Sind sie alle drei da? Ja. Yo! Tschüss, ne?
Tschüss und geh nach raus. Oh, nein, du musst tatsächlich so machen. Scheiße, ey. Ich wette, die Gang of haben es gespielt, aber ich habe es nicht gesehen. Also ich meine, die haben ja schon 117 Folgen oder so, oder 120 Folgen schon an diesem Spiel hier. Ja, das kommt auch halt gut an, ne? Es ist tatsächlich deren meistgesehene Videos sind davon. Ja, klar. Und damit. Ich habe dir gerade erzählt, die haben ja Pokémon Art Academy fertig gespielt, ja. Okay. Hab ich erzählt, ja? Nee. Die haben Pokémon Art Academy durchgespielt und haben dann tatsächlich kurz vor der letzten Folge einen Raum gemietet, so einen Ausstellungsraum. Wie nennt man das nochmal für Kunstausstellungen? Eine Galerie? Ja, eine Galerie, kann gut sein, aber das auf jeden Fall, die haben eine Galerie gemietet, ja, und haben alle ihre Ergebnisse ausgedruckt, hochwertig ausgedruckt, die sie auf diesem Spiel gemacht haben. Cool. In Pokémon Academy. Und dann haben sie eine Vernissage, heißt das denn so? Haben sie eine Vernissage gehalten, haben Leute eingeladen, sind alle mit Anzug erschienen und sowas. Und Susie, weil der Account ja von ihr ist, hat dann so getan, als ob sie die Künstlerin wäre den ganzen Abend. Okay. Weil es ihr 3DS ist. Das klingt echt lustig. Gibt es das auf YouTube zu sehen? Ich glaube schon, ja. Und auch haben sie was gemacht, und zwar haben sie letztens auf Twitter Koordinaten gepostet. Ja? So also Längen- und Breitengrad. Und das hat dann auf einen Wendy's, also so quasi so eine Fastfood-Kette bei denen, war das dann. Und die Game Grumps Fans haben sich dann alle dort versammelt, um Aaron beim Wendy's Essen zuzuschauen, ihm die Hände zu schütteln, Fotos mit ihm zu machen und sowas. Okay. Das sieht halt eben daran, dass die ja diesen Wettbewerb hatten, wer mit den Game Grumps auf den Ball darf, auf dem Abschlussball. Ja. Und dann haben sie die ganzen Fastfood-Ketten haben sie ja da aufeinander gegeneinander gehetzt. Das ist der beste Trick hier. Ja? Du musst nämlich an der Seite bleiben, dann werden die. Was tust du? Goombas nicht gespawnt. Geh bloß nicht auf den Pilz. Oh mein Gott. Yes! Oh du musst auf der linken Seite bleiben, dann werden die Goombas nicht gespawnt und du kannst nicht kaum runterfallen. Okay. Ich muss erstmal checken, was hier abgeht. Du musst irgendwas mit dem Block machen. Du musst das wahrscheinlich selber hochkicken. Ja, kommt jetzt noch raus? Ja, genau so. Musst du öfters machen. Alles klar. Okay. Noch einmal. Und dann fliegt der Kamik wahrscheinlich in die Lava. Okay, ja, genau. Komm. Ja! Yeah! Okay. Okay, ja. Feuerblumen. Die schießt Feuerblumen, ja. Kannst du das Ding anziehen? Ich war so verwirrt, weil der aus diesem. Warte, kannst du das Ding anziehen? Oh! Mein Gott! Nein! Ich hab doch geschossen! Alles ich okay hab doch noch. Geschossen! Komm her! Wieso? Ich war doch drauf! Ich weiß nicht, ob du den großen Gummer so fertig machen kannst. Natürlich, klar! Ich muss einfach auf den drauf springen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das auf dem Schiff geht. Doch, sag so! Ach komm, jetzt verpisst euch. Okay. Nein! Ach, leck mich! Oh mein Gott! Du oh, bitte Checkpoint! Ja, was? Okay, du musst einfach warten. Was? Musst du den Bob-Omb auslösen oder so? Oh Gott! Ja, das ist ja, super also. Toll. Ach, was ist das für ein Scheiß? Checkpoint, gib mir doch einen Checkpoint, du dummes Scheißspiel! Ach, Mann! Werden wir abbrechen? Abbrechen? Ob wir das Level abbrechen werden, weil das, ist schon hart. Nee, also bis jetzt war es so. Ja, natürlich. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt natürlich auf einmal. Wiggler Park. Ey. Was ist mit Wiggler Park? Ich hab den schlechtesten Wiggler Park gehabt. Gott, ey. Das ist, also bis dahin war es ja echt nicht schwer. Ich war so überfordert mit der Situation. Was musst du da genau machen mit den Feuerdingen? Können die Feuerdinger den Bob Omb auslösen? Die müssen zum Bob Omb und dann entzünden die sich. Ich muss einfach warten. Aber das ist halt heavy. Ja, es war halt eben echt viel auf einmal. Und hier muss ich halt gucken, dass ich den Pilz erwische. Obwohl, nee, Quatsch. Oh, Pickup sind so gut, ey. Ich brauch keinen Pilz. Ich krieg ja im nächsten Raum direkt schon. Ja. Ist im nächsten Raum direkt ein Pilz, oder? Nee, da krieg ich doch die Feuerblume. Echt? Da ist doch der mit den Kamex, da krieg ich eine Feuerblume. Das ist der Raum danach, oder nicht? Deswegen muss ich mich jetzt nicht auf den Pulse, den Pilz konzentrieren.
beim Raum mit dem Kamek kriegst du die Feuerblume nur, wenn du den Kamek besiegt hast, den großen. Ach so, ja gut. Aber das ist, dürfte ich schaffen. Das ist gar nicht so schwer. Was? Ich bin doch links! Yes! Oh, das ist lecker. Das ist lecker, ey. Matiko! Okay. Na, das war doof. Okay, komm, komm. Yes! Nee, nein! Nee. Ja! Am Arsch! Deine Mutter. Okay. Na, das war doof. Die schießen PlayStation-Symbole. Ja. Ich hab doch dich! Entschuldigung, wie dich! Entschuldigung, wie bitte? Oh, ich hasse das. Das Ding komm. Hätte ich jetzt noch berühren müssen. Komm. Was? Hä? Geht es überhaupt nicht? Was ist das Problem? Was soll das? Ist doch alles richtig. Ja, und jetzt kommt natürlich keine Sau raus. Kennst du noch diesen Andreas Deutschland? Na bitte, es geht doch. Andreas Deutschland? So hieß der, heißt der nicht irgendwie so? Mit dem Song Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Ah, okay. Äußerst schockierend, oh, weil er. Was für ein Teil! Wie ist da einfach schön wartet, bis ich da wieder weg bin? Wahrscheinlich. Programmiert, sondern der Ross sitzt irgendwo, guckt die zu, dabei zu spielen. Hallo! Was zum Geier! Seppe, ganz ruhig. What the f***? Seppe, ganz ruhig. Ja. Ey, das ist so unfair. Ja, ja, ist okay. Ne, ernsthaft, was soll das? Wieso kommt das, wieso klappt das nicht? Oh, zwei, jetzt noch ein. Ganz cool. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ja, natürlich. Ja, ja. Da haben wir den Tag. Okay. Now we have to sell it. Yes! Ja, ja, natürlich. Aber sicher doch. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich hätte gern so einen Hut gehabt. Ja. Okay. Okay, das ist nämlich gar nicht so schwer. Man muss sich einfach ein bisschen... Ja, du musst auf dieses Ding stellen, auf die rote Kanone. Oder so. Ja, jetzt bist du Game Over. Jetzt bist du im Limbus. Okay, kommt her, ihr Entschuldigung, wie bitte? Ich meine... Was wollen diese Cheep-Cheeps da? Ach so. Ja. Ach so, okay. Oder musst du warten, bis die Cheep-Cheeps da ankommen? Ich kann die nicht töten. Nein, du musst warten, bis die Cheep-Cheeps da ankommen. Du musst da nichts machen. Ja, hast recht. Du hast recht. Du musst einfach lang genug warten, deine Zeit verschwenden. Ja, warten muss ich sowieso. Ja, weil die Dings kommen noch nicht an. Okay. Macht hinne! Ja, nee, das wird nix. Doch, jetzt. Na, ja, wie soll ich denn da? Warte! Ja, ich Chip kommt auch wieder zurück! Oh, hast du gesehen, was für eine kleine Lücke da ist, wie ich da durchkommen muss? Ja. Es ist gut, dich wieder in meiner Show zu haben. Deiner Show. Jo, schmeiß das Mikro. High Quality Entertainment. Was? Schmeiß das Mikro. Kannst du bitte richten? Es dreht sich und bewegt sich einfach. Was? Es steht doch ganz normal. Warum geht dieser Wiggler nicht nach links? Das ist so komisch. Der war eben die ganze Zeit von dir verfolgen mich doch. What the f***? Wiggler, ich bin hier. Ah, das hat, glaube ich, mit den Goombas zu tun. Okay. Okay. Das ist tricky, Dicky. Ach, komm. Wieso hat es denn eben so gut funktioniert, dass keiner gespawnt ist? Von diesen Spaten. Du hattest den einen glücklichen Moment. Ja. Okay. Das war der Moment, in dem du gesagt hast, ja, ich bin auch mal Gustav. Nee, ich habe gedacht, da kommt noch ein Pilz, aber natürlich nicht. Und das euch. Okay, komm. Komm! Meine Güte! Der kommt auch immer nur, weil er möchte. Unfair. Unfair. Theoretisch könnte ich doch eigentlich. Na, okay, wahrscheinlich nicht. Okay, komm. Warum? Das gibt's doch nicht! Manchmal so. Ja, aber echt?
Ja, PlayStation ist out. Es ist echt so. Okay, Ross sitzt irgendwo am Hebel. Komm, und denkt sich, komm raus! So. Ach, der braucht wahrscheinlich länger, je nachdem. Der macht rechts irgendwas kaputt, der kommt ja erst wieder raus. Oh, nee. Das wird doch Horizontal getriggert. Oh nein! God damn it! Hä? Jetzt kommt er viel schneller raus als eben? Komm. Jetzt kommt er gar nicht mehr? So. Jetzt geht's los, jetzt kommt der Stress. Ach, ja, natürlich. Oh mein Gott. Wo kommt die Scheiße denn her? Ah! Das ist gar nicht schwer eigentlich. Mhm. Man muss halt geduldig sein und dann brauchst du halt ein bisschen Glück, wenn diese Kamex da auftauchen. Die Kamex sind sowieso ohne Glück. Deswegen habe ich sie auch so gerne. Nein. Ja, du hast sie eben auch angewendet, von daher. Warum? Okay, Seppel. Das ist total unlogisch. Seppel, nächstes Mal bei Shish Plays. Seppel regt sich mal auf. Das ist total unlogisch. Das ist sau unlogisch. Bis morgen. Diese Wiggler haben überhaupt kein System. Bis morgen. Eigentlich verfolgen die einen, aber natürlich, wenn es vorteilhaft für die ist, dass ich da durchfalle, dann natürlich. Bis morgen.